Hallo und willkommen zurück zu Schönenias Let's Play und dem Let's Test angespielt zu Monster Train. Wir haben in der letzten Runde so einen Bonus mal gemacht. Ein zusätzliches Artefakt ist natürlich böse. So, was haben wir denn hier? Geheimangriff. Heimtückische Gestutzte sind in deinen Zug eingedrungen. Verwende Zauber und die höheren Ebenen, um sie auszuschalten. Gegnerische Nicht-Boss-Monster erhalten Multischlag. Aber ein Artefakt haben wir mither recht gute Dienste gehabt. Ah, man kann sogar gucken, was die haben. Tarnung. Kein Ziel im Kampf. Verliert jeden Zug einen Stapel. Aha. Das heißt, der geht automatisch hoch, oder was? 10 Rüstung. Eine Einheit, wie sie eben nur stirbt. Okay, das heißt, der muss zuerst sterben. Und das ist der Boss. Der hat schon Multischlag. Vierfach Multischlag, also 4x4. 500 Leben. Das könnte mein Ende sein. Ist es mir das wert? Schauen wir mal. Es ist ja ein Roguelike. Roguelike. Das sind jetzt alles diese Typen, okay. Okay, die Vorderste kriegt Schaden und stirbt. So, der würde keinen Schaden kriegen. Wieder er hier. Ja, nette Runde, würde ich sagen. Da ist ein Schatzgobbo. Okay. Reichweite. Wut auf die Verbündeten. 23 mal 3. Oh nein! Aber gut. Eigentlich gar nicht so schlecht. 15 Rüstung auf den vordersten. Mach ich das oben? Nee, unten. Weil wir zusätzlichen Damage wollen. Ich kriege jede Runde Stachel. Hab ich schon wieder ganz vergessen. So, aber von den Karten weiß ich nicht, ob ich da jetzt was spiele. So, Reichweite ist eigentlich ziemlich nice. So, und dann sollte der eigentlich noch irgendwie eine Mauer kriegen. Die schon wieder. Achso, ist nur von der Rüstung runtergegangen. Der kriegt jetzt mehr als genug Schaden, aber irgendwie steht es nicht da mit dem Schaden. Das hatten wir doch vorher immer so schön angezeigt bekommen. So, wen verbessere ich? Meinen Helden mit Doppelschlag? Der macht schon 24 mal 3. 27 mal 3 könnte es sein. Oder 15. Na, eigentlich lohnt es sich für ihn am besten. Habe ich hier irgendwas ausgestellt? Ah, das bestimmt. Jo, jetzt sehe ich. 10 Schaden kriege ich und der stirbt. Sehr gut. Das sieht doch schon mal sehr gut aus bisher. Der hat zwar Schild. So, 4 und Dornen. Hey, der hat überlebt. Noch mehr Schaden? Der hat schon mal Schaden bekommen.
Und da ist auch schon die Bossrunde. So, die da hinten sollen weg. Mit plus 3, die sterben sowieso alle. Die Frage ist, ob ich das verhindern könnte? Nee, ich denke nicht. Forderung. So, ich mache es mal so und so. Dann würde ich sagen, verbessere ich den wieder. Jetzt macht er 28 mal 3. 60. 87 Schaden pro Zug. So, und mehr kann ich nicht machen. Er kriegt 60 Schaden, meine sterben alle. Wie viele Karten ich habe. Das sieht mies aus. Das sieht so aus, als ob ich es nicht schaffen würde. Das ist doof. Was mache ich da am besten? 20 Schaden jeweils. Der hält auch nur eine Attacke aus. Oh, ist das ärgerlich. Der da hinten macht halt auch keinen Damage. Scheibenkleister. Ich komme nicht dazu, es zu besiegen. So, das macht 30 Schaden. Jetzt muss ich rechnen. Hat er noch 101 am Ende dieses Zuges? Kämpfen Sie gegen deinen Höhenglut. Bis eine Seite geschlagen ist, dein Höhenglut ist unbeweglich und gegen die meisten Zaubereffekte immun. 101. So, er fängt an, macht 20 Schaden, habe ich 90. Hat er minus 30? 71. Ich krieg 20 Schaden, bin ich bei 70. Ich werde es überleben, aber ich krieg Fettschaden. Aber ich rechne trotzdem nochmal weiter. Was habe ich gesagt? 90, 70. 30 weniger. 41. 50, 11. 30 und tot. Ich hoffe, das Artefakt lohnt sich. Krass. Höllenglutfall, was auch immer das bedeutet. Beginnt jeden Kampf mit 15 Rüstung. Ah, okay. Das ist ein Artefakt. Das ist das, was ich bekommen habe. Jeden Kampf. Mit jeder Einheit oder was? Füge Verbündeten und gegnerischen Einheiten 100 Schaden zu. Gut, wenn ich weiß, ich verliere die Runde, so kann ich auch mehrere Gegner gleichzeitig treffen. 5 Schaden zu, wende 20 Rüstung an. Ich nehme mal das Inferno. Das sieht sehr böse aus. 25 Gesundheit wieder her und 2 Karten ziehen. Zieh jeden Zug eine Karte mehr, ist aber eine Einheit. Herabsteigen und stelle 10 Gesundheit wieder her. Nee, mach ich lieber so. Boah, das war ein heftiger Kampf. So, Gesundheit wiederherstellen. Ich glaube, das wird meine Seite sein. Deck entfernen. Nee, ich muss hier lang gehen. Zauber haben wir auch bisher noch gar nicht gemacht. Mit magische Kraft, mit plus 20 magische Kraft und Verbrauch. Achso, dadurch kann ich es nur einmal machen. Dann wird ein Zauber günstiger. Sowas zum Beispiel.
oder sowas. So, Kohle haben wir ja eigentlich. Na, wobei auch nicht so viel. Was ist Einbett? Wird nach dem Spielen wieder oben auf deinen Ziehstapel gelegt. Wenn ich das mache... Hä? Einmal pro Kampf gespielt werden. Das heißt, das kann man wahrscheinlich auch nicht kombinieren. Es würde eigentlich sich verbrauchen, aber dadurch würde es wieder auf den Ziehstapel gehen. Aber so richtig glaubend kann ich das nicht, dass das funktioniert. Damit würde ich 120 Schaden machen. Das mache ich ja auch vorher. Das heißt, ich hätte gerade 100 Schaden, 200, 300 an den Boss machen können. Nee, dann lieber irgendwie sowas hier vielleicht. Die Frage ist, wird nur die Gesundheit verstärkt oder auch die Regeneration, wenn ich da jetzt Kraft drauf mache? Menge an zugefügten Schaden und wiederhergestellte Gesundheit. So, ich mache erstmal den Glutstein. Dornen. Hier. Gesundheit wieder her. Ob man auch irgendwie Gesundheit von seinem Herzen aufladen kann, das könnte ich auch mal schauen. Zwei Karten ziehen ist natürlich nice. Wo ist denn... Achso, denn die Stachelkarte ist ja Bonus. Das hier hatte ich überlegt, dann ist eine von denen auf jeden Fall umsonst. So, magische Kraft. Da plus 20, da macht es plus 45. Aber eigentlich ist die auch cool wegen Kartenziehen und dadurch habe ich einen Verbrauch drauf. Dann würde ich sagen, lieber auf einen Feuerzauber. Wenn einer weg ist, ist ja egal. Nach dem Spielen oben auf den Stapel gelegt. So, und wenn ich jetzt... Ah, da geht's nicht. Achso, weil die Verbrauch sind. Aber dann weiß ich jetzt, das kann man nicht kombinieren. Okay, das heißt, sie kann nicht pro Kampf nur zweimal machen. So, pro Kampf. Wo ist denn der, den ich günstiger mache? Achso, ich habe leider den günstiger gemacht. Sonst hätte ich das gewusst, dann hätte ich lieber den günstiger gemacht, dann hätte jede Runde eine Kreatur verbessern können. Aber das mache ich jetzt trotzdem mal. Denn ich habe noch genug Geld, um neu zu machen. Beim Ziehen eingefroren. Und am Ende des Zuges nicht auf der Ablage schlafen. Eingefroren wird entfernt, wenn die Karte gespielt wird. So, aber hier kann ich sagen, mit plus 10, ohne dass es verbraucht wird. Und da würde ich sagen, durchdringen wäre ohne Rüstung oder lieber Gesundheit. Nee, komm, wir machen mal einen mit Gesundheit hoch. So, und einen Zauber habe ich gesagt, das wollte ich auf den da machen. Dann kriege ich den nämlich jede Runde wieder und kann jede Runde umsonst spielen. So, und ich habe noch Geld und die Chance, dass ich jetzt sterbe, ist umso höher. Also mache ich doch noch Permafrost auf irgendwas. Eine Ebene. Am Ende des Zuges nicht auf den Ablagestapel eingefroren und entfernt, wenn die Karte gespielt wird. Irgendwie habe ich eingefroren noch nicht verstanden. Oh, es ignoriert auch Rüstung und Schilde. Das ist natürlich böse. So, was hier? Zwei Schaden. Halte beim Ziehen eingefroren. Eingefroren. Eine eingefrorene Karte wird am Ende des Zuges nicht auf den Ablagestapel gelegt. Eingefroren wird entfernt, wenn die... Ach komm, wir lassen das jetzt einfach da drauf und gucken, was es macht. Fertig. Fell die Lichtschwinge. Gestutzte, entsühnte, beschützte Fell. Sie belastet dich mit Schuld, damit die Kirin dir den Todesstoß versetzen kann. Werde diese Lasten los, um ihren Angriff standzuhalten. Multischlag 1. Also 2×10 Schaden. 1300 Leben. Ach du Scheiße. Greift jeden Zug ein weiteres Mal an. Fell und ihre Verbündeten fügen deine Hand und dein Deck Geißelkarten hinzu. Unbeweglich 0,70.
Ach so, das ist eine Kreatur, die ich spielen kann als Mauer quasi. Kann man aber auch nutzen. Tausendzweihundert. Deine Höllenglut nimmt 5 Schaden. Meine Höllenglut hat nicht mehr viel Leben. Aber meine Höllenglut hat auch 15 Rüstungen. Kann nicht zwischen Ebenen der Position auf dieser Ebene versetzt werden. Aha. So. Damit könnte ich den töten, ohne eine Dings-Schadenkarte zu kriegen. So. Diesmal mache ich den gleich dahin. Und meinen Ritter auf dieser Ebene. So. Den 22er, dann ist er aber weg. Und der wird reingemischt. Okay. So, das weg. Ich kriege eine Reuekarte, wenn ich den nicht töte. Das macht halt nur 2. Na, dann machen wir mal so. Wahrscheinlich muss ich dem vorher schon so viel Schaden wie möglich machen, deswegen sind hier auch die Mauern. Damit ich. Der stirbt sowieso. Wird nach dem Kampf ausgelöst. Das heißt, um diese Ebene kümmere ich mich jetzt gar nicht. Gesundheit wiederherstellen brauche ich gerade auch nicht. Außer ich will gucken, ob das auf das Herz geht. Aber es geht nicht auf das Herz. Schade. So, dann. Ich würde sagen, eine Mauer kann immer irgendwo stehen. Und der macht fett Damage. So, der hält 12 aus. Ich habe unten einen von denen. Achso, das ist der mit Wut. Nee, dann mache ich lieber hier noch eine Mauer hin. So, ich habe immer noch 3 Mana. Der stirbt sowieso. Dann würde ich doch mal sagen, mache ich doch hier. Ziehe 2 zusätzliche Karten. Die Karte geht ja sowieso weg. Ach, ich kann auch einen Gegner heilen, lol. So, hat er wenigstens Regeneration. Schade, er hat noch 2 Leben. Und er gibt mir wieder eine Boost-Karte. Oh, es gibt ein Maximum an Handkarten. 6, 8, 10, okay. Da ist der Inferno. Einheit verziehen, aber das. Na, wobei, es könnte so ein günstiger Typi sein. Einen habe ich hier. So, das heißt, den würde ich wahrscheinlich kriegen oder einen von den beiden. Verbessere eine Einheit mit 3-3. So, das mache ich auf meinen Helden. Ich glaube. Ah, nee, eigentlich ist der trotzdem der Beste von allen. So, das muss weg. Jetzt kann ich nur noch heilen. Das könnte ich noch spielen. Die Frage ist, 4 verfügbar? Wut. Dadurch werden die hier alle stärker. Und ich will, dass der stärker wird. Das passt. Nützt mir hiervon irgendwas? Eigentlich nicht. Ah, der kriegt Damage diesmal. Sehr schön. Wenn ich das spielen würde, dann würde er sogar noch mehr Damage kriegen, weil der auch angreifen würde. Vielleicht sollte ich die auch gar nicht zu schnell töten, damit die hochgehen und ich immer den noch angreifen kann. Gute Frage. So, der macht keinen Schaden, der macht nur einen Schaden. Das heißt, um die Runde brauche ich mich ja eigentlich fast nicht kümmern, außer der da hinten. Damit ich keine Dingskarte ziehe. So, und ich spiele das mal. Schade, es ist trotzdem der geworden. Habe ich nichts von. Okay.
dann wieder den verstärken. Genau so wollte ich das haben. Hat er jetzt Frost? Ich weiß es nicht. 4 Schaden könnte ich machen. So, Rüstung auf den Vorderen. Der stirbt sowieso. Sehr schön. So, aber hier das Spiel geht weiter. Den verstärken, damit der schön viel Damage macht. Jetzt habe ich zwar schon nichts mehr für das. Das heißt, ich heile lieber. Ach, das ist der mit plus 12. Das ist natürlich nice. Permafrost, ich habe es trotzdem nicht verstanden. So, nichtsdestotrotz, der soll weiter verstärkt werden. So, der soll weg. Und am besten, der stirbt sowieso. Die Frage ist, wie? Der macht 20 Schaden. Der macht 24 Schaden. Hätte beim Ziehen eingefroren. Hm. Mal 3, das ist nicht wenig. So, und damit könnte ich den jetzt fett heilen und ich kriege im nächsten Zug 2 mehr. Aber wenn ich das spiele, kriege mein Dings Schaden. Das heißt, ich kann eigentlich gerade nichts machen, außer das. Hm. Das war's. Ja. Der Kampf geht los. Vier Angriffe und Dornen. Der macht 2 mal 10 Schaden, das heißt, der stirbt auf jeden Fall. Der hat 31, das heißt, er würde 2 Attacken überleben. Aber ich mache nur 258 Schaden. Das kann doch nicht wahr sein. Tja, habe ich von irgendwas mehr? Der macht sowieso 2 Attacken, das heißt, selbst ihn zu heilen würde nichts bringen. So ärgerlich, dass die gute Karte weg ist. Hoch. So, austauschen kann ich leider nicht. Den würde ich verstärken. 2 mal 10, das heißt, der würde sterben. Der kann aber 2 mal angreifen. Der hält nur 1 Attacke aus. Das ist natürlich doof. Aber sonst hätte er nochmal angreifen können. Mist. 2 mal 10 auf den. Nee. Egal, was ich mache, es ändert nichts an meiner Niederlage. Ah, aber dadurch Regeneration gemacht hat, hat er noch 1 Leben mehr gehabt. Das heißt, er hat 1 mal mehr angreifen können. Tja, wenn ich auf den mache, hält er 1 Zug mehr aus. Tja, Gesundheit, das nützt mir nichts mehr. 100 Schaden, die machen 83.
Ich werde sterben. Ich will nicht sterben. Ich hätte zwar noch 2 Schaden mehr machen können, aber nein. Kaskas Spiel gestorben, Erfolg bekommen. Exponentiell angestiegen. Höllenhörner Level. Bringe eine Einheit nach vorne und wende 10 Rüstungen an. Höllisch gut. Rufenfertigkeiten werden ein weiteres Mal ausgelöst. Ach, das sind Artefakte, die jetzt freigeschaltet werden. Das ist natürlich nett. Achso, das ist für die jeweiligen Dings. Levelaufstieg erweckte. Wende 2 Regenerationen und 2 Dorn an. Füge deinem Ablagestapel eine Kopie dieser Karte hinzu. Verleiht bei jeder Anwendung plus 1 Stapel Dornen. Hm. Bei jeder Anwendung. Gezogene Karten 200. Oh, das war viel zu schnell. Grimmig. Achso, das ist der andere Held. Das sind die Artefakte. Da sind noch einige Elemente, die ich noch gar nicht kenne. Ja, aber für die erste Runde war es, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Ich kann direkt sagen, neue Reise. Es gibt kein Hauptmenü, wie es scheint. Ah, doch, jetzt habe ich irgendwie eine neue Wahl. Ich könnte entweder sagen, er... Ich mit den Hörnern aus verbrannten Ebenen an. Oder das. Ach so, deswegen. Füllen die anderen werden durch die heißen Okkultisten. Das war mein Hauptstamm eben, deswegen hatte ich den. Was sie kann, weiß ich leider nicht. Keine Siege. Mit diesen 2 Stämmen hast du noch keine Reise gewonnen. Oh, ich muss mit allen Stämmen quasi dann durchkommen. Aber an sich ist es immer der nächste. Frage ist, ich könnte jetzt so machen, dann würde ich umso mehr freischalten. Wobei, man sammelt auch so Erfahrung. Es ändert eigentlich jetzt nur, welchen Helden. Ich starte. Machen wir es mal mit der, genau andersrum. Oh, diesmal startet man hier schon mit was. Und wir sind fett über der Zeit. Diesmal geht es mit einem Artefakt los. Preise sind 25% niedriger. Stachelzauber erhalten plus 20% magische Kraft. Das klingt sehr böse. Und direkt einen Champion verbessern. Wird ausgelöst, wenn dir 100 Schaden zugefügt wird. Ziehe eine Karte. Okay. Wird ausgelöst, wenn die Einheit geheilt wird, auch bei voller Gesundheit. Füge der vorderen gegnerischen Einheit 15 Schaden zu. Das klingt doch nett. Jo, aber wir sind deutlich über der Zeit, deswegen machen wir hier erstmal einen Break. Bis zur nächsten Folge. Beziehungsweise nein, das war die 3. Folge. Und 3. Folge heißt ja, ihr entscheidet, ob euch das Spiel gefällt. Und wenn dem so ist, dann kommentiert doch bitte und liked das Video. Dann würde ich daraus nämlich ein Let's Play machen, beziehungsweise auch ein paar Streams oder so, worauf ihr Bock habt halt. Dann erstmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, ciao.